Wenn du mein Video nicht likest, dann... Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderbaren Kanal. Und mal was ganz anderes. Kein Toy. Ja doch, Toy ist es schon. Aber keine Figur, kein Playset, sonst irgendwas anderes. Nein, wir haben heute mal was Spezielleres. Und zwar habe ich was gefunden bei einer Billigkette, die nennt sich Action. Ich weiß gar nicht, ob es auch bei euch die gibt. Hier im Norden gibt es sie jedenfalls, hier bei mir in der Nähe. Und das ist so ähnlich wie so Teddy oder halt Kick, kann man auch ungefähr das gleiche bezeichnen. Und beim Action gab es was, wo ich sagte so, hey, jetzt nimmst du mal einen, so ein Teil mal mit. Für 17,95 €. Hey, da kannst du nicht Nein sagen. Mein erster Blaster und das Ganze ist schon echt ein Propper. Wie gesagt, für 18 € fast geschenkt. Das Riesenteil. Sieht man mich ja fast gar nicht. Von Tsuru. Tsuru X-Shot Regenerator nennt sich das Ganze. Und wie gesagt, das ist mein erster Blaster. Mein Gott, man sieht mich quasi wirklich nicht. Und das ganze Ding ist hier rausgekommen im Jahre 2020, wobei das Ding eigentlich mehr eine Art Repaint ist. Das gab es schon mal 2017, 2018 in Rot von Tsuru. Und jetzt gibt es halt in Blau-Weiß. Blau-Weiß etc. Genau. Wir haben auf jeden Fall so ein Teil dabei. So, hier, das ist die Rückseite. Da kann man mehrere Wummen mit basteln. Mit dem Teil. Man kann sich das Ganze ein bisschen zusammenstellen. So ungefähr. Kann man das sehen. Aber wir packen das Ganze mal aus und schauen uns das ganze Ding mal ein bisschen genauer an. Was der Gerät so kann. Wir haben jede Menge Pfeile mit drin, zwei Magazine, Schulterhalterung, ich glaube den Karton, das hebe ich glaube ich nicht auf da. Das ist glaube ich nicht so sammlungswürdig. Muss man nicht unbedingt aufheben. So, wir haben hier die Halterung. Ja, lässt sich nur in eine Richtung machen. Dann, was haben wir hier noch so Schönes? Achso, muss man auf der anderen Seite. Ach du Scheiße. Das ist ja herrlich geil verpackt. Benutzerfreundlich verpackt. Mit Strapsen. Hier im Westen würde man sagen Kabelbinder. Ja, was sie eigentlich auch sind. Aber im Osten sagt man Strapse. Schlicht und ergreifend Strapse. So, warum ist das jetzt da fest? Was ist da los? Ach so. Das muss ich drehen. Ach, das ist ein Schraubverschluss. Unglaublich. Ja, die Verpackungen. Fluch und Segen zugleich. So. Das. Da haben wir hier die Magazine. Ja, wie gesagt, es gibt diese ganzen Blaster-Geschichte, gibt es schon seit einigen Jahren von Hasbro mit ihrer Nerf-Serie. Und zack, weg. Die Nerf-Serie. Und da gibt es auch natürlich halt richtig geile, coole Nerf-Krieg-Videos von Hasbro. Auch richtig geil. Achso, das Ding muss da noch hin. Wie mache ich denn das am besten jetzt? Das ist der Griff. Und dann drehen wir. Ah, das ist ja praktisch. So, dann drehen wir das Ganze halt mal so um. Ja, wie gesagt, da gibt es richtig geile, coole Videos. Und ich hier war beim Action.
Jetzt habe ich gedacht, das Ding fliegt mir jetzt hier um die Ohren. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Aber fliegt mir nicht um die Ohren. Das Ganze ist extrem verpackt. Es ist eine offene Packung gewesen. Und ja, Verpackung geht natürlich in den Müll. Brauche ich nicht aufheben. Hier ist allerdings aber auch keine Bedienungsanleitung oder irgendwie sowas dabei, oder doch? Habe ich das jetzt übersehen? Naja, gucken wir mal. Ich war eigentlich nie so richtig so der Fan von irgendwelchen Blaster-Geschichten oder sonst irgendwas. Aber ich dachte mir jetzt so, hey, wenn das Ding schon da steht bei Action, dann kann man sich das Ganze auch mal mitnehmen. Ja. Also man kann das Ding auf jeden Fall so benutzen. Der hat ordentlich, man merkt schon, der hat ordentlich Wumms. Da gibt es natürlich dann halt die Schulterstütze, die knall ich glaube ich einfach hier so rauf. Aha, so mache ich das wieder ab. Okay. Ist dann ist schon eigentlich ganz geil. Nur, warte mal, wie mache ich denn das jetzt hier rauf? Ah, so mache ich das rauf. Das wird richtig rum. Da ist so ein Fadenkreuz dabei. So, dann kann ich das Ganze so benutzen. Und das sind natürlich dann halt diese Pfeile. Es sind, 2, 4, 6. 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 48 Pfeile. Dazu diese Verpackungsgedöns, das regt mich immer auf. Das ist gut, Pappe, das kannst du alles wunderbar recyceln, aber der Rest, Plastik. Muss man jetzt hier nicht unbedingt immer haben. Ich hebe das natürlich halt nachher auf. So, wie kommt denn das Ganze hier so rein? Das muss auf jeden Fall so rein. Nein, so rein. Und dann wird es dann so wahrscheinlich so durchgeschoben. Ah, okay. So, wir bauen die Wumme erstmal zusammen. So. Und zwar, was haben wir da noch Schönes hier? Muss das so dahin? Ich weiß es nicht. Das Ding. Ja, cool. Dann haben wir hier so eine Verlängerung. Dann geht es wieder ab. Ah, okay, dann kann ich das dann hier wieder so dran machen wahrscheinlich. Richtig? Nice. Was kann ich denn noch machen? Dann kann ich hier dieses Zielvisier vielleicht noch dran machen. Nee, kann ich das... Ach so, dann geht... dann kann ich das so, zack. Und dann habe ich hier so ein... So ein Kreuz, das ist so, ja. Ich finde das cooler hier. Das sieht eher danach aus. Big Shot. Oder. Nee. Ich glaube, so ist richtig rum, dann rastet das ein. Was kann ich denn noch hier ranbauen? Dann kann ich hier diese. Hier, der Griff. Den Griff kann ich hier noch irgendwie noch dazu ranbauen. Genau, dann kann ich das ganze Ding halt noch. Das ist ja mega. Geil!
So, was kann ich denn noch machen? Ja, eigentlich gar nichts. Jetzt können wir theoretisch eigentlich. Ach so, hier, was ist das denn Schönes? Das ist so eine Halterung. Ah, für die Pfeile. Aber wie rum? Okay, so. Wie kommen die hier ran? Der ist recht leicht, der Blaster. Okay, so, zack. Naja, ich würde eher wahrscheinlich die andere Seite nehmen. Warum? Ach so, hier von der Seite. Und dann rastet der ein. Ah, okay. So, dann kann ich hier Munition hier reinstecken. Zack. Eigentlich ist das Ding selbsterklärend, ne? Würde ich mal sagen. Dann, zack. Munition. Munition ist immer wichtig. Dann kann ich hier dann noch was ranbauen. Zack. Dann kann ich hier auch nochmal Munition reinballern, wenn ich im Kampf. Aber ich hätte richtig Bock, ganz ehrlich. Ich hätte richtig Bock, mal so einen Nerf-Fight mal zu machen. Das wäre bestimmt richtig cool. Paintball habe ich auch lange nicht mehr gemacht. Mehr habe ich nicht von diesen orangen Dingern. Naja. So, jetzt. Warte mal. Jetzt muss ich hier kurz mal gucken. Wie war das nochmal mit dem Pfeil? Komm mir so vor, als wenn ich mich jetzt hier, als wenn ich hier aufmunitioniere, um in den Krieg zu ziehen hier. Aber so ist das. So, wenn wir mal nochmal das zweite Magazin, ich weiß gar nicht, ist das jetzt richtig rum? Muss das jetzt, das muss so rein, ne? Weil das geht doch auch so rein. Nee. Es geht nur in eine Richtung. So. Schade, dass halt diese orangen Dinger, wo die Munitionsteile dabei sind, dass da nicht noch mehr dabei waren. Dann hätte man hier vorne überall noch alles, die ganzen 48 Pfeile komplett ranmachen können. Ja, so ist es auch geil. Was sieht der aus? Wenn ich so drin gucke, ist es schief irgendwie, kann das sein? Also, so ist gerade, aber jetzt sehe ich mich und jetzt gucke ich gerade. Wenn du mein Video nicht likest, dann. So, jetzt pass auf, Leute. Jetzt geht's, jetzt Schusstest. So, jetzt geht's los. Pass auf. Ja, geil. Vor allen Dingen ist das Ding auch, Alter, der hat richtig Kraft. Das Ding hat richtig. Ja, ich muss ja. Muss ja hier, wo ist denn jetzt hier der erste Pfeil? So, jetzt.
Kann ich auch richtig vernünftig zielen hier? Warte mal, mal gucken mal hier, da, so. Gucken, ob der Pfeil da auch hinfliegt, wo ich... Ja, ein bisschen weiter drunter. Das war die Kamera. Geil. Ach, jetzt ist der Pfeil hinter das Regal geflogen. Naja, egal. So. Was habe ich denn noch hier so Schönes dran? Das kann ich hier ran machen. Dann kann ich das aber nur nach vorne klappen. Und nach hinten klappen. Und da kann ich dann halt quasi... Das ist so geil. Kann ich dann quasi hier schön wie so ein scheiß Sniper. Ach, das ist geil. Das ist schon mega. So. Wahnsinn. Ein Pfeil ist hier übrig geblieben. Nee, eigentlich zwei. Na gut, wir kommen. Wir machen noch mal einmal Schusstest. Und dann... Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob man diese ganz normalen Nerf-Pfeile, ob man die auch hier benutzen kann. Oder ob die einen anderen Durchmesser haben, eine andere Länge haben. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die Reichweite dieses Blasters soll bis zu 27 Meter sein. Jedenfalls steht das auf der Verpackung drauf. Und dann gucken wir mal. Also wir haben jetzt hier, können wir beide Magazine, also beide Magazine kann man... Tatsächlich. Also mit allen Pfeilen können wir beide Magazine auf jeden Fall komplett wieder befüllen. Und wir haben ja hier noch Ersatzpfeile. Dann kann man dann nochmal... So. Passt auf, Leute. Like dieses Video oder ich blase euch weg. Ich find's geil. Ich find's geil. Mal gucken. Action hat übrigens. Ja, so ist das Ding komplett. So ist das Ding echt komplett. Und hier. Warte mal, jetzt kann ich jetzt hier. Das, wie rum ist das richtig? So rum? Ich glaube so rum, ne? Da ist nur so ein Pfeil, das sieht aus wie so eine scheiß Schießscharte. Ja, es ist nicht so. So ist es geil. So ist das richtig geil. So. Wenn ich jetzt so schieße, da kommt der Pfeil. Seht ihr das? Kommt der Pfeil sogar noch wieder zurück hier. So, und gleich die nächste. Warte mal, ich verwechsel das immer, wie rum das man muss. Die haben echt Futter. Ist schon geil. Na, ich ziele jetzt auf das Auge von S. Also ich habe da ein Poster hängen von Pennywise und jetzt ziele ich genau auf das Auge. Mal gucken, ob er da auch hintrifft. Boah, 30 cm zu tief. Also das Zielen ist überhaupt nicht mit dem Ding gegeben. Das kannst du total knicken. Aber wenn ich jetzt so ziele. Ah, fast auf dem Tisch stehen geblieben. Da ist er. Geiles Ding, aber ich bin begeistert. Das Ding macht richtig Laune hier, muss ich sagen. Ah, er ratiert nicht. Ich kann das Ding rausschieben. Moment. Da war nichts und das war der letzte Pfeil. So.
Ach, Wahnsinn. Das ist so richtig, so kann man so richtig so spielen mit. Das ist richtig geil. Wie gesagt, man muss nicht immer für 50, 60 Euro sich so eine Nerf-Gun holen von Hasbro. Und das geht auch günstig. Ich sag mal, 17,95 bei Action geschossen. Besser geht's gar nicht. Ne? Besser geht's gar nicht. Echt. Das Ding ist richtig schön leicht. Richtig geil. Man kann das natürlich halt wunderbar auch wieder auseinanderbauen. Da kannst du so machen, was du halt willst. Du kannst dir das echt extrem zusammenbauen, so wie du es haben willst. Entweder so. Dann geht zum Beispiel das auch so. Zack. Dann hast du das, das ist das Kleine. Dann kannst du das hier abbauen. Dann hast du den, das Ding. Dann kannst du das abbauen. Dann kannst du das hier nur einfach nur ranmachen. Du kannst dir das also so hinbauen, wie du es haben willst. Und dann kannst du echt... Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. So, und jetzt... Komm, wir machen noch einmal. Und dann soll das auch jetzt hier gewesen sein. Das ist ja echt der Hammer. Die Nerf-Pfeile. Nee, das ist ja eigentlich keine Nerf. Das ist ja eigentlich von Tsuru. Tsuru machen übrigens auch andere Toys. Nicht nur diese Blaster. Wir haben auch andere Sachen im Angebot. Aber ist schon mega. So, und... War das jetzt richtig rum? Ja, ne? Ja, es ist schon echt ein cooles Ding. Cool, und ja, also die haben echte. Die haben echte Putter. So, genug gespielt. Das war's, die Tsuru X-Short Regenerator, heißt die so? Hier sind noch Pfeile drin. Ja, tatsächlich, Regenerator gibt's beim Action für wenig Geld und lohnt sich. Daumen hoch. Das war's mit der Tsuru X-Short Regenerator. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, kommentiert diesen Kanal und naja, ihr kennt doch den Rest. Brauche ich doch nicht runterrattern. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Leider kein Fall drin. Ciao, ciao.